Also gut, Boys und Girls, heute mit dem Opening zum Dragon Ball Supercard Game Masters Beyond Generations. Ich bin so drauf gespannt, ich begrüße euch recht herzlich zum Video, denn in diesem Set wurde für Masters neue Altart-Leader sind in diesem Set drin und da hat es wirklich ein paar geile, unter anderem so einen Super Saiyan 4-fachen Vegito. Also wenn ich einen Altart-Leader ziehen könnte, wäre das richtig geil. Fusion Ward hat er direkt Altarts hinzugefügt, als auch Altart-Leader. Und Masters hat es zumindest mit den Leadern nachgemacht, direkt im nächsten Set. Das finde ich sehr, sehr stark. Und ich persönlich finde aber auch, dass die Altarts in Masters tatsächlich besser aussehen. Es gibt auch einen Rich Pack. Das will ich mir ganz genau überlegen, ob ich da reingehen würde. Das ist schon preislich hoch. Und ich bin jetzt nicht so Fan von den Rich Packs. Aber das normale Set kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das heißt, falls ihr es euch abchecken möchtet, so könnt ihr das gerne bei meinem Partner machen. Gate to the Games, der Link ist in der Beschreibung. Und mit dem Code OZERU spart ihr 5% auf euren Warenkorb bei egal welchen Karten. Wie gesagt, ich bin sehr drauf gespannt. Ich hatte schon lange nicht mehr ganz oben eine Espia. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt eine Espia hatte. Ganz oben auf dem Display ist eine SR oder Espia garantiert. Und ihr seht auch schon, ein paar normale Special Rare sehen auch richtig geil aus. Zum Beispiel die vierfachen hier an der Stelle. Oh, wir haben eine Espia. Nice, dankeschön. Ich hatte lange keine mehr. Oh, Vater Bardock. Oh mein Gott, ich kann einfach, ich schiele einfach, das ist einfach eine normale SR. Ich hab, Junge, ich einfach am Schielen. Ich dachte, es wäre eine SPR, ist einfach eine SR. Der Fluch geht weiter. Ich hatte wirklich schon lange Zeit keine SPR mehr oben drin. Aber egal. SR Bardock, die Karten sind auf jeden Fall schon mal clean aus. Wir legen sie beiseite und gehen mal in das Display rein. Nachdem ich ein paar Mal Fusion Ward geöffnet habe, bin ich mal gespannt, wie Masters sich wieder anfühlen wird. Weil Masters, also ich sag's mal so, Fusion Ward muss mich immer noch überzeugen mit den Artworks. Definitiv. Die haben zwar alternative Artworks eingeführt, aber von denen sehen jetzt nicht alle spicy aus. Ich sag's mal so. Ich bin auf Set 2 gespannt. Das kommt im Mai, werden wir auf jeden Fall auch öffnen. Ihr könnt euch, wie gesagt, merken, einmal im Monat haben wir mindestens ein Opening. Dementsprechend, falls ihr diese nicht verpasst wollt, lasst gerne ein Abo da. Auch einen Daumen nach oben. Und ja, let's go. Also, Masters sollten halt auf jeden Fall... Oh, wir haben eine Asset direkt. Asset Tals. Okay, nice. Also Masters pro Display sollten 2 SP oder höher drin sein. Ich weiß jetzt nicht, wie die Pull-Rates von den Altart-Leader sind, aber aus der Community haben viele gepullt und von meiner Community zumindest hat, oder von denen, die ich jetzt mitbekommen habe, hat keiner was gepullt. Das heißt, falls jemand von euch etwas gezogen hat, lasst mir wissen. Also eine Altart-Leader und wie viel Displays ihr so etc. geöffnet habt, weil die interessieren mich wirklich sehr. Ich bin nämlich auch ein Fan von den Altart-Leadern aus One Piece beispielsweise oder an sich One Piece Card Game aus dem Altarts und ich finde es sehr stark wirklich, dass, oh, da war was hinten, ne? Dass, Super Saiyan 4, Vegito, der Leader. Von diesem Leader, best case, wollen wir die Altart. Von dem Leader. Puh, das ist echt geil. Außerdem, der Typus Black. Bin mal gespannt, wann das im Spiel kommt, in Fusion World. Okay. Puh. Ich finde die Z-Karten immer geil von der Illustration. Die haben so ein OG Z-Artwork, dem sind sie sich treu geblieben. Mal drauf gespannt. Also Best Case ziehen wir wirklich, oder was ich mir eben wünsche, ein... Ah, dahinter ist was. Aber das Holofoil Unison Goku, das sieht auch echt wirklich geil aus. Und dahinter haben wir SR Bardock, Z Unison Bardock. Guck mal. Guck mal, von diesen Special-Karten, sei es Z-Karten, Unison-Karten etc., die haben alle so eine ähnliche Illustration, so eine OG Dragon Ball Z Illustration, die gefällt mir sehr. Diese Artworks, die gefallen mir richtig, wirklich. Von denen bin ich übertrieben Fan im Master Set. Ey, Fusion Ward. Fusion Ward muss ich mit den Artworks immer noch überzeugen, wirklich. Aber ich will mal nicht zu grob sein. Ich habe ja auch gesagt, ja, ich will erstmal warten, bis so Set 2 etc. erscheint. Weil ich habe eher den Anschein, dass Fusion Ward auf die Schnelle produziert wurde wegen dem digitalen Game. Weil ja das normale, also dieses Masters, zu komplex wäre. Sei es für Anfänger, sei es für die Datenbank oder so, whatever. Und ganz ehrlich, bei ein paar Karten so, guck mal, der hat schon 1000 Sachen. Das sind Unison-Karten, da kommen noch Z-Karten, dies und jenes und bla bla. Ich kann mir schon vorstellen, wirklich, dass es viel komplexer ist. Na klar, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, Zeit nimmt und so, ist sicherlich
wird man mit dem vertraut. So war es ja bei mir auch mit Yu-Gi-Oh! Bei Master Duel war ich erstmal abgeschreckt, so, oh, Synchro, Ixis und so, Link, gar keine Lust. Aber wenn man sich da mal ein bisschen hinsetzt, etc., sich schlau macht oder versucht, das zu lernen, dann geht das schon fit, so ist nicht. Aber, ja, gewiss. Wir haben doppelt gezogen schon. SR Bardock, okay, dann wollen wir zwei mal. Aber, also wie gesagt, von den, Unison-Z-Karten, Illustrationen etc., von dem bin ich auf jeden Fall wirklich ein Fan. Lasst ihr mich mal wissen, wie ihr das so findet. Und mir kommt es gerade echt so vor, als hätten wir seit Ewigkeiten keine Masters-Karten mehr geöffnet. Aber wir haben immer jedes Set einmal geöffnet. Also so lange kann es gar nicht her sein. Es sei denn, die haben mal einen Monat Pause gemacht wegen Fusion World oder so. Hier ist außerdem eine God-Rare 3-Frau Goku. Big Dreams. Aber wenn ich den ziehe, wäre es geil. Aber God-Rare ist immer so eine Sache. Mich würde eher wirklich viel mehr interessieren, was so die Rates der alternativen Leader ist, weil die alternativen Leader, oh nice, sieht cool aus. Die haben es wirklich in sich, finde ich. Let's go. Okay, irgendwie fühlt es Hildi. Ich mag den Alter. Hildi hat sich auch hier reingeballert in Beyond Generations. Das fühlt sich irgendwie nostalgisch an, die Masters-Karten zu öffnen, nachdem ich so viel Fusion World gesehen habe in Real Life oder am PC. Da ist Hildi schon wieder, ey. Geh weg. Und into Great Ape Song Gohan. Okay. So. Also. Ah, guck mal, was. Das ist, glaube ich, eine neue Entscheidung. Designentscheidung wahrscheinlich. Das ist mir schon bei Fusion World aufgefallen. Und zwar haben die Booster-Illustrationen nur ein Artwork. Früher hatte Masters 4. Jetzt haben die nur eins. Auch. Die haben aber auch das Logo geändert, ne? Hey, interessant. Das ist mir gerade aufgefallen. Wir haben immer nur Goku gegen Freezer drauf. Okay. So ein Gohan. Also von all den Liedern, merkt euch, könnten wir auf jeden Fall. Dann gibt es auch noch solche Karten hier. Könnten wir auf jeden Fall eine alternative Version ziehen. Guck mal. Ey, das sieht echt cool aus, definitiv. Jetzt, nachdem ich auch Dragon Ball Super Card Game spiele, so auf dem PC Fusion World. Wenn ich mir so ein paar Karten durchlese, kann ich mir schon denken, ah, okay, ist stark, eventuell nicht stark, nur so grob, ne, basic. Und? Oh, sehr schöne Karte. Oh, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ich muss sofort an Tapions Ocarina denken. Das ist blau 8. 8 Energy, blaue Karte. Krass. 25k. Okay. Dual Attack, Auto Once Per Turn, Ibidi, Abidi, Ibidi, Ibidi. Guck mal, merkt ihr, das ist schon viele Abilities. Deswegen haben wir das so ein Fusion World für uns anfängerfreundlicher gemacht. Was ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt finde für das Spiel, für die digitale Version tatsächlich. Gut. Die Secret Rare hier in dem Set sind 3V Goku einmal. Der ist ja auch die God Rare geworden. Porunga. Ihr habt. Uff, wie geil die Karte aussieht. Z-Battle. Die Karte sieht richtig geil aus. Das ist ein Z-Leader, ne? Ja, krass. Okay. Ah, ne, den tust du auf dein Leader awaken. Das ist safe so. Zum Beispiel Gohan als Z, dann kannst du Z awaken. Z awaken, when your life is 4 or less. Yellow Zone Gohan, Youth Card wahrscheinlich. Kannst du draufballern oder so. Er wird zum Great Ape. Hammer. Porunga und bestimmt wieder wie so ein Dragon Ball Heroes Charakter oder so, ne? You fool! Wie cool in Holofoil. Hammer. Ah, und Vegito Blue ist eine Secret Rare hier. Überall sind die Great Apes. Hey, cool. Aber bis jetzt gefallen mir die Karten. Also das Set gefällt mir echt tatsächlich. Das Normale. Ich rede nicht vom Rich Pack. Vom Normalen, ne? Gefällt mir das wirklich sehr. Ich muss aber ehrlich zugestehen, in den Rich Pack ist eine Karte, die sieht geistkrank aus. So eine Ghost Rare Namek Goku, ne? Aber puh, dafür zu handeln ist halt schwierig. Okay. John Ember! Into Tals. Crush Invasion. Okay, Delay. Neues Wort, okay, Delay. Alter! Das ist ein Leader? Rot Vegeta, interessant. Interessant. Das heißt, dann gibt es auch alternativ als Leader. Idaro Kakaroto. Geil. Trunks, Daumen hoch. Hildegard SR. Okay. Ich muss aber sagen, für ein SR sieht die Karte schön aus.
Es gibt auch Hildegard als Dealer, ja, safe. Habe ihn, glaube ich, auch. Jetzt ist es mir so vor Augen gekommen. Ich finde, als SR sieht die Karte clean aus, definitiv. Die gefällt mir. Von den Effekten etc. Für eine SR Hildegard geht das auf jeden Fall fit, finde ich. So. Ich bin so gespannt, was wir ziehen, ne? Ob es nur bei den zwei Espia bleibt oder Alt-Leader, Secret Rare etc. Gibt es eigentlich noch God-Packs in jedem Set von Masters? Das wurde ja noch irgendwann mal eingeführt und ich habe tatsächlich im Rainbow Super Card Game... Oh, die Karte sieht cool aus, Holo voll. Sehr viele... Oh, der... SR4 von Goku und Vegeta. Die als Espia, Leute, das wollt ihr haben. Die sieht so geil aus, die Karte. Das ist die hier oben. Sollte das sein? Ja, 5. Ja, genau, das sollte die sein. Die als Espia. Die ist fire, ne, als Espia. Wenn ich eine Espia ziehen würde, dann bitte, bitte, bitte die vierfachen. Das wäre so geil einfach nur. Das wäre richtig geil. Hey, das ist aber schon krass. Ich hab gemerkt, auch von früheren Openings, dass Black Decks, die haben Thematik Vierfache, ne? Kann man schon so sagen in Rainbow Super Card Game. Ich sehe bei überwiegend nur Vierfachen gerade. Jetzt vor allem in dem Set, sag ich mal. Guck mal, nur alle schwarzen Karten sind Vegeta oder Vierfachen. Unison Holofoil into... Oh! Z-Unison Vegito Blue. Oh mein Gott, das ist eine normale SR, aber die Karte sieht wegen den Effekten, wegen der Aura von Vegito so geil aus. Ey, schaut mal, Leute, für eine normale SR sieht die Karte so gut aus. Deswegen meine ich wirklich, wenn ihr das abchecken möchtet, das Set kann ich auf jeden Fall empfehlen. Links in der Beschreibung zu meinem Partner, Code OZURU, spart ihr 5% bei Gate to the Games. Also die normalen Artworks etc. und so fort aus dem, aus Beyond Generations, gefällt mir wirklich gut. Okay, so. Bisher macht es auch wirklich, oder ist es sehr spannend. Oh, die ganze Vierfache will mich anlächeln, ey, komm schon. Bisher ist echt spannend, wir haben bisher noch nicht unsere Espia gezogen. Mal gucken, welche wir ziehen. Okay. Mehrfarbige Lieder in Fusion World würde ich mir auch wünschen. Fusion World, wie gesagt, Set 2 erscheint ja auch. 10. Mai, könnt ihr euch auch gerne vorbestellen. So, okay, warte mal. Komm, demnächst muss doch eine Espia kommen. Demnächst muss doch ein Hit kommen. Vegeta? Ne, okay, es bleibt weiter entspannt. Aber wir haben bisher echt viele SR gezogen. 2, 4, 6, 7 SR schon. Als ohne die oben drauf war. Mit der sind es 8. Okay. Leute, was glaubt ihr, welches SPR ziehen wir? Ich habe von den SPR tatsächlich nicht alle im Kopf. Hildegard ist aber safe eine, denke ich. Die Vierfachen habe ich im Kopf. Ansonsten glaube ich... Oh, Alter, what? Das... Ey, jetzt mal ungelogen. Ungelogen, wirklich. Ich will ja Fusion World nicht immer zu nahe treten. Aber diese Karte könnte eine alternative Asset in Fusion World sein können. Und in Mars ist einfach eine Holofoil. Guck mal, wie brutal die Karte aussieht. What? So, die alternative SR Genie aus Fusion World, die sieht legitimately so aus. Ne? Ja, guck mal, dieser Hildegard, der ist überall. Ich glaube, der Hildegard-Fluch... Leute, ich habe noch die Hälfte des Displays ungefähr. Bisschen weniger vielleicht. Aber ich glaube, der Hildegard-Fluch kommt hier... der überträgt es von Dokkan in Real Life. Ja, guck mal, der ist ein Leader. Ich sag's mal so, aber ich alternativ Lieder Hildegard ziehen würde, egal, nur her damit. Hauptsache, ich habe einen alternativen Lieder gezogen, darum geht's. Lass dich mal erleben, Mann, in Masters. Die haben das zum ersten Mal eingeführt. Ich bin übertrieben Fan von alternativen Karten. Dreifacher Kekker. Unsere erste Espia. Leck mir am... Junge, was sind das für krasse Effekte bei Virus? Seht ihr das? Oh mein Gott. Hey, ich muss auch ein Lob aussprechen. Also diese Espia, also wir hatten ja schon mal eine Diskussion.
dass SP ja eigentlich alternative Artworks sind von SR. Und ich hatte ja nie das Gefühl bei Masters. Aber hier habe ich das Gefühl. Ja, weil ohne Rand etc. Das sieht legitimately aus wie das Gefühl. Hey, Masters hat ihr Game aufgemotzt, nachdem Fusion Board kam. Das finde ich richtig gut. Das gefällt mir richtig grad. Hier, gebt euch. Alter, die Effekte auf Birus Karte sehen brutal aus. Das ist richtig gut. Hey, warte mal. Ohne Witz, das ist gerade fetter Comeback von Masters, vom Masters-Set. Also, das ist gerade viel geiler zum Öffnen als Fusion World tatsächlich. Klar, Fusion World hast du halt den Bonus, wenn du das Spiel spielst, kannst du die Codes aus dem Pack direkt einlösen. Eine weitere Chance noch auf die Vierfache. Ne, mal gucken, wer droppt. Mal gucken, wer droppt. Eine Chance haben wir noch für die Vierfachen. Oh, Namek Goku als Leader, der sieht heavy aus. Son Goku. Da ist er, Lee. Mit seinem Unterkörper einfach. Trunks, Daumen hoch, okay. Daumen hoch für was, Trunks? Oh, Leute, mir gehen die Booster langsam aus. Mir gehen die Booster langsam aus. Es wird spannend. Es wird spannend, ey. Hier ist eine Godra drin, ja, eine Godra dreifacher Goku ist hier drin. Aber Big Dreams, ey, Godra wirklich. Puh, will gar nicht dran denken. Okay. Okay, eine SR. Oh, ich dachte kurz, ist eine SP, nee. SR Tals. Alter, krass, 8 Kosten Gelb. Gelb Tals, 30k. SR Tals. Das ist eine von den SR Artworks, wo ich sage, okay, die ist nichts Besonderes. Weil wenn man die mal vergleicht, ey, durch mal. Das meine ich aber, da merke ich auch einen brutalen Kontrast. Die normalen Karten von den Artworks, die haben halt wirklich so generic Artworks und Posen. Aber sobald eine Karte, eine Z-Karte ist, Unison, was auch immer, irgendeine Feature-Mechanic-Karte ist, da sehen die Artworks viel brutaler aus. Wirklich. Puh, warte mal. 2, 4, 6, 8. Wir haben jetzt 8 Esser gezogen, ohne die drauf ist, und eine Espia. Und ich habe noch 3... 7. 7 Booster haben wir noch, Leute. 7 Booster. 7 Dragon Balls. Wir öffnen die Booster mal einzeln. Alleine, wir machen mal keinen Mega-Pack. Ich fühle das gerade mehr tatsächlich, weil es spannend ist. Schauen wir mal. Goten. Okay, machen wir kurz so. Hintergrundwerbung, deswegen. Kakarot. Und dahinter ist nichts, okay. Ey, Freunde. Das ist echt sehr spannend, ey, wirklich. Oh, Mann. Guck mal, Sieber Etappe ist auch sehr schön aus, die Karte. Eieiei. Okay, Holofoil Goku. Okay, das war... Ey, what? Wartet mal. Letzten 5 Booster, ey. Letzten 5, Leute. Okay, da ist Shiny im Hintergrund. Seht ihr das? Das könnte wahrscheinlich die SPR sein. Oder eine SR. Schauen wir mal. Okay, Leute. Es ist eine SR. Oh, Great Ape Gohan. Die Great Ape SR sieht geil aus. Die sieht cool aus, finde ich. Jungs. Warum macht es so spannend? Nur noch 4 Stück? Warum ist das so spannend? Versuch mal so nicht auszusehen zu spoilern. Das ist gerade richtig spannend. Das ist gerade richtig spannend, ey. Oh, cool. Oh mein Gott, wie geil die Karte aussieht in Holofoil. The Hero's Melody.
Oh, es bleibt weiterhin spannend. Nein. Die letzten drei? Was? Entweder das Last Pack Magic oder es kommt halt jetzt oder im nächsten. Ah, ja, logisch. Imagine Aero Pack oder so. Oh. Okay, da ist die SPR. Warum lache ich? Ihr wisst, weil diese Szene in Dokkan ist geisteskrank. Die Szene in Dokkan ist geisteskrank. Es ist voll witzig. So, komm mal ran, Junge. Zwei Sachen. Effekte, so wie bei Virus, wirklich geil. Effekte, guck mal, im Hintergrund der Great Ape etc. Gefallen mir sehr die Effekte. Aber Tals selbst sieht komisch aus. Tals selbst sieht komisch aus, finde ich. Schaut mal. Effekte sind wirklich gut, vor allem der Great Ape im Hintergrund. Tals selbst aber ist komisch, sein Gesicht ist sehr komisch. Weiß gar nicht, was mit dem Kerl passiert ist. Puh. Okay, da hatten wir unsere zwei Espia. Leider nicht der Vierfache. Egal, nee. Ich muss wirklich sagen, das hat mir sehr gefallen. Beyond Generations hat mir sehr gefallen. Also, wie gesagt, falls ihr da selbst Interesse habt, Link in der Beschreibung, Boys and Girls, Gate to the Games war mein Partner, Ausrufezeichen Osuru, spart ihr 5% auf euren Warenkorb, auf egal was, also egal welche Art von Karten. Wenn ihr One Piece öffnen möchtet, Yu-Gi-Oh! Etc., könnt ihr euch gerne abchecken. Ich bin gerade am überlegen, Beyond Generations hat mir sehr gefallen. Den hätte ich so gerne als Altleader gehabt. Ob wir noch eins öffnen sollen. Ich schau mal, ich lege ja den Fokus gerade auf Dragon Ball und One Piece. Ich muss mal gucken, ob diesen Monat für One Piece irgendwas kommt oder nicht. Ob wir das dann öffnen. Das ist eine normale R-Holofoil. Ich flehe euch an, guck mal, wie geil die Karte aussieht. Weil es eine Die Z-Karten, die sehen alle geil aus, finde ich, vom Artwork. Jungs, das ist eine normale R-Karte. Das ist eine normale R-Karte, die sieht so geil aus. Die wird verliert, Alter, cooler Mann. Die sieht brutal aus, einfach, die Karte. Und, so, letzten Boost. Also, falls ihr noch was sehen wollt, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen in den Kommentaren oder Daumen nach oben aufs Video. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, Boys und Girls. Es war echt ein cooles Opening, hat mir sehr gefallen. Okay, richtig gut. Also, Boys und Girls, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Mach's gut, bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done.